Jürgen Schwarzensteiner ist gerade mit der Ernte fertig geworden und deckt im Fahrsilo den gehäckselten Mais zu. Jedes Jahr eine lästige Arbeit. Wir müssen halt da zuerst die Unterziehfolie reinziehen, dann kommt die normale Folie drüber, dann braucht man noch die Windschutznetze und dann kommen die Sandsäcke drauf. Vor allem, wenn jetzt halt, teilweise hat man dann einen starken Wind, dann zieht es die Folien umeinander. Das ist eigentlich am unangenehmsten. Es war wirklich gut, wenn wir zukünftig eine Alternative hätten zum normalen Planen zur Decke. Und ich hoffe, dass das bald möglichst kommt. Seit 8 Jahren tüfteln Wissenschaftler am Technologie- und Förderzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing deshalb an einer Alternative. Die Idee, statt Plastik ein Überzug zum Aufspritzen aus Naturstoffen. Doch die Tücke liegt im Detail. Dabei erscheint das Prinzip ganz einfach. Pflanzenöl und Latex vermischen und schon gibt es eine aufspritzbare Masse. Wir haben unsere Rezeptur im Laufe der Jahre viele hundert Mal verändert und haben zum Beispiel verschiedene Pflanzenöle getestet, wie Leinöl oder Sonnenblumenöl, und sind dann darauf gekommen, dass die verschiedenen Fettsäuremuster der Öle keinen Einfluss auf unser Material haben. Und daher nehmen wir jetzt das preisgünstigere Rapsöl. Neben Öl und Latex braucht man noch Zusatzstoffe wie Geliermittel oder Füllmittel, damit das Material reißfester und die Mischung billiger wird. Als Geliermittel dienen beispielsweise Alginat aus Algen oder Pektin aus Äpfeln. Alles auch bei Lebensmitteln erlaubt. So eine Abdeckung muss später einiges können. Sie muss gasdicht sein, säure- und UV-stabil und soll Nagetieren und Vögeln nicht schmecken. Viele hundert verschiedene Mischungen haben Projektbearbeiterin Veronika Schreieder und ihre Vorgänger in den vergangenen Jahren schon im Labor ausprobiert. Die fertige Masse kommt in einen Prüfkörperrahmen und dann werden Prüflinge ausgestochen. In dieser Apparatur wird die Zugfestigkeit geprüft. Denn wenn der Mais im Silo gärt, muss der Deckel zwar ein bisschen nachgeben, darf aber nicht reißen oder Löcher bekommen. Also wir haben hier eine Elastizität von 72% erreicht. Das ist ein sehr guter Wert. Werte ab 50% sind eigentlich schon positiv bei uns. Zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Veronika Schreieder testet ihre Mischungen aber nicht nur im Labor, sondern auch im Freien. Jeden Tag schaut sie nach, wie sich die Prüflinge bei Sonne oder Regen, bei Hitze oder Kälte verhalten, ob sie dicht halten oder Löcher bekommen. Und? Hier testen wir verschiedene Konservierungsmittel. Dieser Prüfling hier vorne hat kein Konservierungsmittel in seiner Rezeptur. Und man sieht, hier hat sie auch schon Schwarzschimmel festgesetzt. Andere Prüflinge mit verschiedenen Konservierungsstoffen wie Natriumbenzoat sind auch nach über 4 Monaten hier heraus noch schimmelfrei. Doch jetzt wird es richtig spannend. Dieser Mais wird für spezielle Probesilos geerntet. Die Pflanzenbauspezialisten vom Technologie- und Förderzentrum haben ihn in der Nähe von Straubing angebaut. Die Menge in diesen Mini-Silos ist genau abgewogen. Verdichtet wird der Mais mit einer Walze, die sich die Wissenschaftler beim Straßenbau ausgeliehen haben. Dann kommt der schwierigste Teil. Die zähflüssige Mischung muss auf dem gehäckselten Mais verteilt werden. Das passiert in der Technikumshalle mit Hilfe einer speziellen Spritze. In der Praxis könnte ein Sprühbalken auf dem Silo oder eine am Traktor befestigte Spritze die Mischung aufbringen. Doch noch verstopfen die Düsen nach kurzer Zeit. Deshalb die Hektik. 5 bis 10 Minuten kann man eigentlich schon ganz gut sprühen mit unserem Applikationsgerät, das wir jetzt hier haben. Aber wenn es jetzt länger wäre, eine halbe Stunde oder so, würde es dicht machen. Da ist das Problem einfach das Latex und unsere Füllstoffe, die Zellulosefasern, die verstopfen innen. Auch dieses Problem muss Veronika Schreieder noch lösen. Jetzt schaut sie erstmal, dass der Deckel auf den Silos nicht dicker wird als 1 Zentimeter. Das ist wichtig, denn sonst wird es in der Praxis zu teuer. Die Siloabdeckung aus nachwachsenden Rohstoffen muss auch preislich mit Kunststofffolien konkurrieren können. Nun wird an diesen Probesilos erstmal 1 Jahr lang im Freien überprüft, ob die Mischungen dicht halten. Kühe sollen im Idealfall später die Abdeckung mitfressen. Auch in Biogasanlagen darf sie nicht stören.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Landwirt Jürgen Schwarzensteiner wird also noch ein paar Jahre lang mit Folien und Sandsäcken kämpfen müssen.